Ja, heute die 7. Bahnkonferenz in Hamburg mit vollem Haus und tollen Referenten. Wir werden heute wieder gemeinsam diskutieren, wie wir zukünftig noch mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern können. Der Hamburger Hafen ist der zentrale Hub für den Schienengüterverkehr in Nordeuropa. Für Deutschland gilt, 32% aller Containerzüge, 13% aller Güterzüge starten und enden im Hamburger Hafen. Und das bedeutet, wir müssen dieses Asset, diesen Wert, den wir haben, stark ausbauen. In Hamburg heißt das, wir brauchen neue Norderelbbrücken, wir brauchen breitere Norderelbbrücken, wir brauchen neue Süderelbbrücken, wir brauchen breitere Süderelbbrücken. Wir müssen auch verschiedene Verbindungskurven, Tunnel, Unterwerfungsbauwerke bauen. Und wir müssen darauf achten, dass wir nicht die Einzigen sind, die das machen, sondern wir müssen als Freie Hansestadt Hamburg auch dafür werben, dass auch in anderen Teilen Deutschlands der Eisenbahnverkehr auch für den Schienengüterverkehr ausgebaut wird. Ich freue mich, dass wir hier auf der Bahnkonferenz wirklich so einen intensiven Dialog geführt haben, denn die Länder haben viel zu tun, aber vor allem der Bund, der muss jetzt wirklich auch in die Füße kommen, denn es geht um Finanzierung, es geht um Genehmigungsverfahren, um Beschleunigung und es geht um Umsetzung. Und ich glaube, da haben wir heute eine gute Basis gelegt und jetzt werden wir sehen, wie wir im weiteren Dialog mit dem Bund das auch alles in Realitäten umsetzen können. Ich freue mich sehr, heute war die 7. Bahnkonferenz für Schienenverkehre und Seehäfen. Sie war wieder ausgebucht, das zeigt, wie wichtig dieses Format ist. Wir hatten ein hochkarätiges Panel, ganz hochkarätige politische Vertreter, die auch die Wertschätzung dieses Themas gezeigt haben. Und wir konnten im Netzwerk mal wieder über unsere Herausforderungen sprechen. Es konnte diskutiert werden, wie wir diese Herausforderungen angehen. Bei der heutigen 7. Bahnkonferenz des Fachkreises Schiene, durchgeführt von der Logistikinitiative Hamburg und Port of Hamburg Marketing, haben wir großen Zuspruch und konnten die aktuellen Themen des Bahnverkehrs diskutieren. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Bahnkonferenz, die 8. im nächsten Jahr, dann wieder in Bremen.